und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Glatt rasiert. Ja, wir sind im Badezimmer und das lässt eigentlich immer darauf schließen, dass es heute eine Rasur geben wird. Und so ist es auch. Stoppeln sind genügend da, die sollen aus dem Gesicht. Und dafür soll heute dieser Hobel hier in Action kommen vom Nassrasur-Club. Das ist der Silver Black. So schaut er hier aus. Ich hole ihn euch einmal raus aus der Verpackung. Er ist einer von zwei Hobeln, die mir Siki Kalkmann zugesendet hatte. Den einen hatte ich euch schon gezeigt in einem Video, und zwar war das der Razor Rock Eco, der coole blaue Single Edge Rasierer. Blende ich euch nochmal ein, das Video. Und der zweite ist dieser hier vom Nassrasur Club. Beides Rasierhobel, mit denen Siki ja nicht so richtig gut klarkam oder die er aus seiner täglichen Rotation hat entfernt, weil die ihn ein bisschen zu rubbig waren. Ja, eigentlich hatte ich heute ein ganz anderes Video geplant, nämlich ich wollte ein Video machen mit einem Rasierhobel, der mir von Arthur zugegangen ist. Den habe ich mir dann nochmal von Dichten angeschaut und der hat einen so mördermäßigen Klingenvorsprung. Da wollte ich heute nicht mit über meinen Hals hier gehen. Blende ich euch mal ein. Daraufhin habe ich mir den hier nochmal angeschaut von Dichten, den Klingenvorsprung hier bei ihm. Und der liegt im negativen Bereich, kann man hier schön auf dem Foto sehen. Also eigentlich verspricht das hier eine milde Nummer zu werden mit dem Rasierhobel. Ich würde vorschlagen, wir schauen ihn uns erstmal auf dem Drehteller von Dichten an. Da blende ich euch dann auch die technischen Details sozusagen zum Hobel ein. Und dann steigen wir in die Rasur ein. Ja, der Nassrasur Club Rasierhobel in der Ausführung Silver Black. Also es schaut schon mal schick aus, finde ich. Also leiden mache ich ihn schon mal. Und wenn er nur halb so gut rasiert, wie er ausschaut, dann bin ich schon ganz zufrieden, muss ich sagen. Ja, der Nassrasur Club. Man wird das Logo kennen, viele kennen das, es ist eigentlich bekannt so in der deutschen Nassrasur-Szene und es war auch, wenn man so will, in der deutschen Nassrasur-Community eigentlich eher die Community schlechthin, muss man sagen. Gegründet wurde der Nassrasur-Club seinerzeit von Massimiliano Cicca. Das ist ein kölscher Jung mit italienischen Wurzeln oder richtigerweise muss man sagen mit sizilianischen Wurzeln. Er hat den Nassrasur Club seinerzeit gegründet und das war, wenn man so will, eine Nassrasur Community mit Mitgliederhandel oder Mitgliederverkauf. Also Massimiliano ist so ein Macher irgendwie, so ein Businessman, der für diesen Club da, eigene Rasierseifen hat komponieren lassen sozusagen, Hobel anfertigen lassen, Rasiertücher, Pinsel, alles für die Mitglieder von diesem Nassrasur-Club.
Er ist dann 2020 sogar mit einem richtigen Online-Shop online gegangen und hat da den Verkauf von Rasurartikeln, Seifen, was weiß ich, alles was zur Nassrasur gehört, begonnen. 2022 gab es dann ein großes Hallo, denn da ist es Massimiano gelungen, so eine Kooperation mit Razio Goodfellas in Italien zu starten. Damit war dann der Online-Shop sogar über die URL Razio Goodfellas hier in Deutschland erreichbar, nämlich unter raziogoodfellas.de. Damit konnte er über 3000 verschiedene Rasurartikel hier in Deutschland anbieten und war somit eigentlich in Deutschland der größte Anbieter von Nassrasur-Equipment überhaupt. Also eines der größten oder der größte Online-Händler, wenn man so will, in Deutschland. Ja, mittlerweile hat sich das alles erledigt. Den Nassrasur-Club in dieser Form gibt es nicht mehr. Es ist manchmal so im Leben, da ändern sich die Umstände, dann die Lebensumstände. Und dann passt so ein Business dann einfach nicht mehr dazu. Weshalb das Ganze sich quasi in Luft aufgelöst hat, weiß ich gar nicht genau. Da will ich auch nicht spekulieren. Ich hatte es überlegt, Massimiliano da nochmal anzuschreiben und da nochmal nachzuhaken, was dann eigentlich letztendlich der Grund war, weshalb er das Business denn gewechselt hat. Wollte ich aber nicht. Also wenn sich jemand so aus dem Business so zurückzieht, auch mit Nachdruck zurückzieht, und dann muss man da nicht unbedingt noch vielleicht noch alte Wunden wieder aufreißen oder so. Also ich habe darauf verzichtet, ihn jetzt nochmal anzuschreiben und danach zu haken, sonst hätte ich das hier berichten können. Und ich will da nicht rumspekulieren. Jedenfalls gibt es das Business in dieser Form nicht mehr, was sehr schade ist. Massimiliano hatte nämlich auch einen ganz tollen YouTube-Kanal mit vielen tollen Videos, den ich unheimlich gern geschaut habe. Und er war eigentlich auch für mich so ein Taktgeber, dass ich hier mit dieser ganzen Sache anfing. Nämlich auf YouTube hatte ich gesehen, mir die Videos immer angeschaut. Da kam dann irgendwann kein Content mehr, nichts Neues mehr nach. Und so ging das mit einigen Rasurkanälen hier in Deutschland und da hatte ich mich dann irgendwann entschieden, ich mache selber sowas, weil es eigentlich nichts Vergleichbares mehr in Deutschland gab. Und Massimiliano, wie gesagt, hatte bis dahin immer viele Videos gepostet und ich habe viel von ihnen auch gelernt. Und letztendlich hat er auch so für mich den Anstoß gegeben, hier diese Sache durchzuziehen, denn ich hatte eigentlich immer so Bedenken, mit so einem Rasurkanal online zu gehen, weil ich ja einen Bart habe. Also das hat für mich irgendwie, hat sich das gebissen, also ein Rasurkanal und dann von jemandem, wo der Protagonist hier einen Bart hat. Nun war das bei Massimiliano sogar noch ausgeprägter, denn der hat einen Vollbart. Also der hat sich letztendlich in den Videos hier immer nur die Konturen rasiert. Und da habe ich gedacht, also wenn so einer mit dem Vollbart das kann, also dann kann ich hier mit meinem kleinen Kinnbärtchen das dann wohl auch. Also da hat er letztendlich auch so ein bisschen den Anschub gegeben, dass ich mich dann hier selbst mit Bart vor die Kamera getraut habe und hier ein auf Rasur mime sozusagen. Ja, so viel dazu zum Nassrasur Club. Ja, es ist sehr schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Ich habe Massimilianos Videos gerne geschaut. Dieser italienische Slang, den er immer noch so in der Sprache hatte, war ein sympathischer Typ, aber es ist manchmal so, da ändern sich die Lebensumstände und dann passt das Business einfach nicht mehr, was man da verfolgt hat. Ja, als Restbestand vom Nassrasur Club gibt es immer noch eine Facebook-Gruppe und das ist letztendlich auch die größte Facebook-Gruppe, die um das Thema Nassrasur sich so dreht hier in Deutschland, hat über 1400 Mitglieder. Da bin ich selber auch Mitglied seit ein paar Monaten, allerdings erst. Früher waren so Gruppen und Vereine, also ich bin kein Vereinsmeier, also ich finde sowas, das mag ich immer nicht, also dieser so Vereinsstress, dieser interne Stress und so weiter, der da stattfindet, das ist irgendwie nichts für mich. Und sowas gab es da tatsächlich im Nassrasur Club auch, da sind dann irgendwie welche, haben sich da zerstritten untereinander und dann sind die ausgetreten, haben gegen Gruppe gebildet und dann wurde da aufeinander rumgehackt und so weiter, also
Das gab es da auch in dieser Facebook-Gruppe. Das ist jetzt mittlerweile alles ausgestanden. Und die Facebook-Gruppe ist noch relativ aktiv, sag ich mal. Also da posten viele so die Rasur des Tages, sag ich mal, ihre Rasur des Tages mit Fotos und manchmal auch mit ganz tollen Berichten. Lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Also ich weiß, dass viele von euch da sicherlich auch Mitglied sind. Winnie Wittkopf habe ich gesehen, ist Mitglied zum Beispiel. Arne aus Düsseldorf, der ja auch hier Rasurvideos an den Start bringt. Michael von All About Classic Shaving war auch dort Mitglied oder ist da noch Mitglied. Also wirklich eine relativ große Community. Wie gesagt, da geht's alles meistens werden Fotos gepostet oder irgendwie kurze Rasurberichte geschrieben. Ich bin mir so ein Videotyp, deswegen bin ich so auf Facebook auch nicht so viel unterwegs. Also ich schaue da unregelmäßigen Abständen mal rein und poste da mal ein Foto hoch oder sowas, aber bin da nicht besonders aktiv. Verfolge das aber eigentlich immer mal so zwischendrin, was da so passiert. Ist auch eine interessante Informationsquelle. Ja, das zum Nassrasur-Club, also kann ich euch nur empfehlen, da nochmal reinzuschauen bei Facebook. Wie gesagt, ich bin da nicht besonders aktiv, ich lege meinen Fokus hier auf diese Videos, da komme ich irgendwie besser mit klar, aber man trifft mich auch dann bei Facebook auf jeden Fall. Ja, okay, das muss jetzt auch erstmal genug der Vorrede sein, sonst wird das wieder so ein ellenlanges Video. Ich habe schon wieder einen ganz trockenen Mund vom vielen Reden. Was wollen wir heute benutzen als Software? Wir werden alles Produkte aus Italien nutzen, quasi so ein bisschen als ja, Hommage an Massimiliano. Das werden alles Produkte aus Italien sein, fast alles, nicht ganz, muss ich sagen. Wir wollen starten mit dem Pre-Shave und zwar werden wir hier das Pro Raso Rot nehmen, die Sandelholzbeduftung, die Pre-Shave-Creme. Ich schnupper mal dran. Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Es wird passend dazu geben, die Pro Raso Rasierseife in Rot, ebenfalls in Sandelholz beduftet. Wir wollen die ganze Sache aufschlagen hier mit dem Omega Roma. Übrigens muss ich nochmal hier nachhaken. Also dieser schöne Pinsel hier mit einem 30 mm Knoten, Riesending hier, mein größter Pinsel hier mit den größten Knoten, muss ich sagen, der ist mir zugegangen von meiner Amazon-Wunschliste. Da war der drauf. Und ich kann nicht nachvollziehen, von wem der gekommen ist. Also das war hier ein Channel-Support von irgendjemandem, der es gut mit mir gemeint hat. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an Unbekannt sozusagen. Melde dich doch bitte mal. Ich würde mich gerne persönlich bei dir bedanken hier für diesen tollen Pinsel, der wirklich sehr schön aussieht hier in diesen Elfenbein gehalten. Ein schöner, dicker Knoten. Eigentlich bin ich ja nicht so ein Fan von so großen Knoten. Ich werde heute auch fürs Einseifen mir die Brille abnehmen, weil die kriegt auf jeden Fall bei 30 Millimeter Knoten hier ein Klecks ab, auf jeden Fall. Ja, ich würde mich gerne bei dir persönlich bedanken, wer auch immer das war, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal. Melde dich doch mal bitte in den Kommentaren hier. Damit wollen wir die Seife schön abnehmen hier aus dem Tiegel und werden sie dann, weil das hier auch so ein riesiger Kopf ist, hier in dieser Rasierschale von Fein, dem Fein Leather Bowl aufschlagen. Hier ist genügend Platz hier für diesen dicken Kopf, um die Seife dann aufzuschlagen. Und beenden wollen wir die Rasur dann hier mit dem Pro Raso Rot. Ebenfalls hier zum Pre-Shave und zur Seife passen in diesem schönen Sandelholzduft. Muss ich auch schon mal dran schnuppern hier eben. Also da freue ich mich schon wieder richtig drauf. Ja, eine tolles Setup, muss ich sagen. Klinge habe ich vergessen, die wir reintun wollen in den Rasierer. Wir werden heute mal die Derby nehmen, die Derby Extra hier, die grüne. Ich nutze ja sonst ganz gerne hier die Derby Premium. Mit der komme ich ja sehr gut klar. Die Derby Extra, da hatte ich so ein paar Erlebnisse, die war so ein bisschen kratzig. Da habe ich sie lange nicht benutzt. Habe ich gedacht, ich habe genug andere Rasierklingen, die dann okay sind. Habe jetzt aber nochmal, fiel sie mir nochmal in die Hand, habe gedacht, ach, ich gebe ihr nochmal eine Chance. Wir wollen mal gucken, wie sie heute performt hier in dem Frosch im Hals, furchtbar, in dem schönen Nassrasur-Club-Hobel. Die wollen wir heute nutzen. Ja, das soll zum Setup so viel sein. Ich würde fast sagen, wir können gleich ohne Punkt und Komma starten. Lass mich mal unten ein bisschen Wasser einlaufen und mache mir einmal das Gesicht nass.
Guck, Wasser wird gar nicht warm hier. Was ist hier los? Doch jetzt. So, geduscht hatte ich schon. Also das Bad ist eigentlich optimal vorbereitet. Schön aufgeweicht. Wir werden jetzt einmal hier uns schon mal das Pre-Shave ins Gesicht geben. Hier die Pre-Shave-Creme. Jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Mein Spiegel hier hinzustellen. Irgendwas ist immer. Vorhin noch so gedacht, Mensch, vergessen wir heute nichts. So, kann das Pre-Shave schön bewirken und nachher die Klinge so ein bisschen beim Gleiten unterstützen und jetzt schon so ein bisschen das Barthaar anweichen. So, jetzt müssen wir hier den Spiegel hier runternehmen und hier so hinstellen. Dann kann ich besser gucken und ihr könnt besser gucken. So, dann legen wir hier einmal die Klinge ein in den Hobel, die Derby Extra, die grüne Derby. So, was meine rausfangen. So schaut die aus. Unspektakulär. Derby Extra. Die werden wir uns hier nehmen und dann einmal den Hobel hier aufschrauben. Ja, ein ganz normaler Standardkopf hier vom Nassrasur Club Rasierhobel. Also ein Mühle-Nachbau, R89 Nachbau sozusagen, also Standardkopf. Hergestellt in Pakistan, wie gesagt, wollen wir mal gucken, wie die Klinge hier drin liegt. Liegt nicht gerade drin, also muss ich ein bisschen korrigieren. Sehr nach, zu einer Seite rüber. Ja, so geht es besser wohl. Kriege ich sie noch ein Stück weiter rüber. Es ist richtig schön. Mal einmal den Kopf nochmal drehen, hier die Kopfplatte. Oder den kann man einfach mal andersrum raufsetzen. Manchmal hilft das. Ist nicht schön gerade drin. Ja, hergestellt in Pakistan, der Hobel. Mal sehen, ob wir das so besser... Ja, manchmal ist es so, wenn die Klinge da nicht richtig gerade drin ist, einfach mal drehen den Kopf. Also hier Kopfplatte und Kammplatte, Basisplatte. Dann kann das besser passen. Hat hier so einen kleinen Klingenüberstand. Kann man das sehen? Ja, kann man so kann man das sehen. Also muss man vorsichtig sein, wenn ihr euch unter der Nase rasiert. Ne? So, Klinge ist geladen. So können wir das, glaube ich, auch lassen. So werden wir es auch lassen. Den Kram packe ich immer beiseite, damit er nicht nass wird. Dann nehmen wir uns hier den Pinsel. 30 mm Wahnsinn. Den machen wir hier ein bisschen nass. Und dann hier die gute Sandelholz-Seife. Dann nehmen wir jetzt uns hier ein bisschen ab von der Seife. Den schlagen wir so ein bisschen aus. Und schlagen dann weiter im Fein-Leather-Bowl auf. Weil das hier einfach zu großer Knoten ist. Das ist hier in diesem kleinen Tiegel aufzuschlagen. So, jetzt haben wir uns hier ein bisschen was abgenommen in die Borsten. Dann nehmen wir uns jetzt hier den Pinsel und schlagen hier so ein bisschen schon mal im Bowl rum. Und jetzt kommt einfach nur noch Wasser dazu und Luft. Das sind die drei Bestandteile von gutem Schab. Ne? Wir brauchen Seife, wir brauchen Wasser. Und wir brauchen Luft. Und dann wird das ein schöner, wunderbarer Schaum werden. Man kann das hier schon schön sehen. Das wird hier eine richtige Schaumparty. Oh, dieser herrliche Sandelholzduft. Ich mag ja die Sachen von Provaso echt. Das Rote gefällt mir eigentlich am besten hier. Guckt euch diesen schönen Schaum an. Wahnsinn. Hier kriegen wir noch Schaum. Wenn wir hier noch ein bisschen Wasser, ich nehme noch mal ganz bisschen Wasser hier rein, dann wird das noch sahniger. Ja, und mit dem Pinsel wird eben schön Luft eingebracht. Das ist doch Wahnsinn, oder? Luft eingebracht.
Und das ist die Aufgabe hier von Pinsel nenne. So, jetzt werde ich mir erstmal die Brille abnehmen. Dann kommt, die hat gleich einen Klecks hier bei 30 mm. Auf jeden Fall. Und dann geht es hier ab ins Gesicht mit dem Pinsel. Boah. Herrlich, Leute, Leute. Das ist ein herrlicher Pinsel. Total angenehm, schön weich. Ja, wie gesagt, eigentlich habe ich sonst gerne auch kleinere Pinsel. Das ist hier, das fühlt sich schon toll an, muss ich sagen. Wahnsinn, herrlich. Oh. Oh. Ganz, 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 ganz groß die Nummer hier. Ganz groß. Oh. Also, bin schon wieder total begeistert hier gerade. So. Dann machen wir uns das hier unten noch mal so ein bisschen schick. Ja, T-Shirt hat schon wieder was abgekriegt, ist so, was soll's. So, dann machen wir den Hobel so ein bisschen nass und wir werden uns jetzt in zwei Durchgängen rasieren. Erstmal, wie ich das die letzten Mal immer gemacht habe, einmal von oben nach unten mit der Wuchsrichtung, dann einmal gegen die Wuchsrichtung und dann schauen wir, was an Stoppeln dann noch da ist, die weg müssen. Und ja, wir legen ihn hier einmal an und kippen ihn mal so ein bisschen, gucken mal, wie die Klinge fasst. Prima, sie fasst und rasiert auch was weg. Schaum wird hier vernünftig abtransportiert, kann man sehen. Ja, man konnte das sehen auf der Übersicht. Die Klingexposition ist negativ, also Klinge steht jetzt nicht über diese gedachte Linie hinaus zwischen Basisplatte und Kopfplatte. Ganz guter Job ist hier gemacht hier, der Hobel. Ja, bei dem anderen Foto, was ich euch gezeigt hatte, oh, jetzt bin ich hier einmal so ein bisschen blöd auf die Haut gekommen, kann sein, dass es hier gleich blutet. Ja, den anderen Rasierhobel, den ich euch gezeigt habe, den ich eigentlich für heute geplant habe, das ist die Version 1, nennt man ihn, vom Fatip aus Italien. Mörderischer Klingenvorsprung. Mörderischer Klingenvorsprung. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, da gibt es ja auch so Diskussionen darum, um die erste Version von dem Fatip mit offener, mit offenem Kamm. Hatte ich eben geschlossener Kamm gesagt, egal, mit offenem Kamm. Ob das eine Fehlproduktion war oder ob das wirklich so sein sollte mit diesem Mega-Klingenvorsprung. Also der kommt zustande, weil die Kopfplatte da so klein ist, also schmal ist, so schlank ist. Und ich stehe fast auf dem Standpunkt, das kann eigentlich nur eine Fehlkonstruktion sein. Also ein Rasierhobel mit so einem mörderischen Klingenvorsprung da zu releasen, also das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, also dass man sowas macht. So. Ihr habt gesehen, der hier einen negativen Klingenvorsprung und macht auch total glatt, muss ich sagen. Also da braucht man keinen so einen mörderischen, positiven Klingenvorsprung. So, wir machen uns das Gesicht nochmal nass. Also für den ersten Durchgang hier astreine Glätte. Kann man nicht anders sagen. Jetzt kommen wir mal hier zu diesem geilen, geilen Pinsel. Diesen schönen, sahnigen Schaum. Und geben hier nochmal ordentlich was rauf aufs Gesicht. Jetzt habe ich die Brille aufgelassen. Ja, hier oben kann man sehen, habe ich gleich gemerkt, beim Ansetzen, da habe ich mich ein bisschen geratscht. Da gehen wir nachher mal mit dem Clownsstift über. Den habe ich gar nicht rausgelegt jetzt, weil ich gedacht habe, den brauche ich gar nicht. Dann müssen wir ihn nachher doch mal rauskramen. So. Also, das muss ich ja sagen, rasieren
ohne Duft, das wäre für mich überhaupt nichts. Das wäre ganz furchtbar. Also da würde mir die Hälfte fehlen, muss ich sagen. Also diese Düfte, die gehören für mich dazu. Das macht eigentlich das Rasieren für mich auch erst interessant, muss ich sagen. Also es gibt ja so Leute, die nehmen alles unscented, ne? Also Rasierschaum unbeduftet, irgendwie Rasierseife und hinterher so neutrales Aftershave-Balm oder so. Und das könnte ich nicht. Also das würde mir kein Fun machen. Also so eine Rasur lebt für mich auch irgendwie von den ganzen Düften. Angefangen vom Pre-Shave über die Rasierseife bis nachher hin zum Aftershave oder was weiß ich. Dann auch der Gesichtspflege oder so, die da vielleicht noch kommt. Also das ist für mich hier sowas auch wie so eine Dufttherapie. Und das alles unscented und unbeduftet oder so, das wäre für mich überhaupt nicht, also, muss ich sagen. So, jetzt wollen wir mal gucken gegen an, wie er da rasiert. Müssen wir aufpassen. Möglichst wenig Druck. Ja, also wenn Sigi Kalkmann da schon als langjähriger Nassrasur-Fan sagt, mit dem kommt er hier nicht so gut klar, dann wird da sicherlich auch was dran sein. Deswegen will ich heute mit dem Hugel hier auch nicht übertreiben, aber fühlt sich gut an. Bisher habe ich hier keine nichts auszusetzen an denen. Überhaupt nicht. Hier gehe ich nochmal so. Also super, super Glätte. Ganz super Glätte. Hier oben müssen wir jetzt aufpassen, ne? Hier kann man das sehen, so ein kleiner Ditch. Da habe ich angesetzt und dann habe ich schon gemerkt, oh, das war zu doll. Also das liegt nicht am Hobel. Das war mein Unvermögen, muss ich sagen. So, spiele ich nochmal auf. Jetzt gucke ich hier nochmal. Hier ist alles super glatt. Hier wieder üblichen Stellen. Und hier können wir auch noch einmal ganz kurz, das ist nicht viel. Hier oben. So. Und dann sind wir hier richtig schön glatt. Also der ist sehr, sehr effizient, finde ich. Sehr effizient. Ja, man hört das. Hier nimmt er noch was weg. Hier eigentlich auch, ne? Ne? Kann man hören. Gibt gute Rückmeldungen hier auch. Da sind noch Stoppeln, also ist keine Einbildung. Astrein, astreine Rasur. Echt total tolle Glätte. Ich spüle den Kram mal ab und dann sehen wir uns gleich. Ja, mal sehen, hier oben ist zu. Ja, scheint zu sein. Kann sein, dass es gleich, wenn ich das Aftershave rüber mache, hier nochmal aufgeht. Ansonsten absolute reizfreie Rasur. Also fühle mich sehr, sehr schön glatt. Also ich muss sagen, ich will mal hier abspielen hier noch einmal. Das Logo hier so ein bisschen frei machen. Nassrasur. Club-Logo drauf. Also ich muss sagen, für meinen Teil, ich finde ihn toll. Der hat mich sehr schön glatt gemacht. Absolut glatt. Und hat mich überhaupt nicht gereizt. Also gar nichts. Also bis auf diesen kleinen Ausrutscher, wo ich so ein bisschen zu doll mit dem Hobel auf die Haut gegangen bin. Aber das ist jetzt auch vom kalten Wasser wahrscheinlich zugegangen.
hat der mich super rasiert. Finde ich einen ganz, ganz hervorragenden Hobel. Also diese Klone hier vom R89, die machen auch häufig echt gute Rasuren. Also da gibt es auch Dinger, die sind ganz fürchterlich, aber der hier, das ist ein schöner Rasurkopf. Man hat gesehen beim Einlegen der Klinge, wo ich das andersrum gedreht hatte, hier oben die Kopfplatte, das war nicht so schön zu zentrieren. So hat das aber funktioniert, also tadellos, muss ich sagen. Also astreiner Rasierer in meinen Augen. Ja, Sigi, weiß ich auch nicht, warum ihr beiden da keine richtigen Freunde werden konntet. Ich für meinen Teil finde den echt gut. Also totale Glätte hier, so wie ich das mag. Und man kann das sehen, keinerlei Reizung. Also absolut freundlicher Kamerad. Er hat ja auch eine negative Klingenbelichtung. Insofern hatte ich jetzt auch gar nicht große Bange hier vor dem Teil. Finde ich einen sehr hervorragenden Rasierer. Wir können das so belassen. Da werde ich jetzt gar kein Alarm oder irgendwas drauf machen. Falls nachher das Ding hier nochmal aufgeht, hier das kleine, dann werden wir hier den kleinen Stick, der nur hier ganz lokal hier einmal nutzen, hier von Wilkinson, den Rasierstick. Und dann wirklich dann nur punktuell mit arbeiten. Dann werde ich jetzt das Gesicht einmal abtrocknen. Und dann sind wir nämlich durch. Hier mit dem Rasiertuch wieder. Das wollen wir mal nutzen. Ein bisschen abtupfen. Ja, prima. Also ich fühle mich echt gut. Mit diesem schönen Sandelholzduft hier vom Proraso, was jetzt hier noch ein bisschen verstärkt wird durch das Aftershave oder die Aftershave-Lotion. Auch schöne pflegende Inhaltsstoffe hier drin, die die Haut unheimlich weich machen. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Ich will es noch mal versuchen, aber irgendwie geht das nicht durch hier mit den... Also ich würde euch so gerne dran teilhaben lassen hier an diesem wunderbaren Duft. Großartig, ganz, ganz großartig. Wirklich für mich von Proraso... eigentlich eines der schönsten Düfte hier. Ganz, ganz wunderbar. Schöner, herrlicher Sandelholzduft. Ja, die Haut fühlt sich top an. Eine super Rasur mit einem tollen Hobel und hier einer schönen Software von Proraso. Wirklich kann ich mir absolut empfehlen. Die Sachen von Proraso günstig und performen absolut gut. Egal, welche Duftrichtung man da nutzt. Ich nutze auch gerne das Grüne, was so ein bisschen mehr Menthole hat dann und so ein bisschen Eukalyptus auch duftet. Finde ich auch eine schöne Sache. Oder auch die weiße Serie mit diesem schönen zitrischen, frischen Duft. Auch ganz, ganz herrlich, muss ich sagen. Also gefallen mir alle sehr gut. Ja, für mich eine tolle Rasur. Super Rasur mit einem kultigen Rasierhobel hier vom Nassrasur Club. Also klickt da gerne mal rein. Der Nassrasur Club, ich meine, der Hobel wurde, stammt aus 2020 oder so. Da wurde der, glaube ich, damals aufgelegt. Also genau weiß ich das nicht. Müsst ihr mal selber gucken, da vielleicht im Nassrasur Club. Ja. Eine tolle Sache zum tollen Thema hier, Nassrasur Club. Da kann man sehen, wie das manchmal so im Leben ist. Man fängt an mit irgendwas, das wird zum Hobby, das wird zur Leidenschaft und dann wird sogar irgendwann, wie im Falle von Massimiliano, zu Business. Und ja, muss man sehen, wenn man da dann aufhört. Sonst wächst einem das vielleicht auch über den Kopf, weiß ich nicht genau. Schöne Grüße jedenfalls an dich, falls du das hier verfolgen solltest, Massimiliano, auch für deinen Input, den du mir quasi durch deine Videos und deine nette Art gegeben hast hier. Du warst im Prinzip mit einer der Initiatoren hier auch letztendlich für diesen Channel. Herzlichen Dank dafür und für deine Mühe, die du dir in der Vergangenheit da rund um das Thema Nassrasur gegeben hast. Also du siehst, das Thema lebt natürlich weiter, weil es viele, viele Fans gibt und das ist auch gut so. Ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und reingeklickt habt zu diesem besonderen Video, will ich jetzt nicht sagen, aber zu speziellen Video vielleicht. War eine tolle Rasur mit einem
tollen Leuten hier, die vor den Monitoren oder Handys oder was weiß ich, iPads oder Fernsehern, meine ich, mir auch gesessen habe. Freut mich, dass ihr so großes Interesse weiter hier an dem Kanal habt. Herzlichen Dank dafür. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin bleibt gesund und munter. Viele schöne, nette und glatte Rasuren wünsche ich euch bis dahin. Ich sage tschüss, war wieder nett mit euch, hat mich sehr gefreut. Bis demnächst. Tschüss.